Okay, let's go. Hey! Oh Mann, Digga! Was ist das denn? Freunde, was geht? Also jetzt nehme ich mal auch mal so ein Video auf, so auf YouTube-Basis, okay, richtig ungewohnt für mich. Aber wir haben uns überlegt, wir möchten jetzt immer so eine Art How-To machen, okay? Das heißt, wir machen jetzt in den nächsten Wochen ein How-To. Das heißt, wir wollen einfach kurz so ähnlich wie bei unseren Workshops erklären, was, wie funktionieren Dinge, wie funktioniert vielleicht Predigen, wie funktioniert Lobpreis, was auch immer, okay, verschiedene Sachen. Und heute haben wir das Thema How-To Preach, okay? Also ich glaube, die meisten von euch wollten bestimmt schon mal eine 5-Minuten-Message machen. Habe ich schon gedacht, Digga, ja man, geil, ich will mal wissen, wie man predigt, okay. Ich habe heute einen kurzen Leitfaden mitgebracht, okay, ein paar Punkte mitgebracht. Und zwar habe ich heute vier Steps, mit nicht drei, vier, okay. Warum? Okay, vier Steps mitgebracht zum Predigen, okay, wie predigt man? Und ich habe heute vier Punkte dabei, okay. Mein erster Punkt ist, finde ein Thema, okay. Das größte Problem bei den meisten, die das erste Mal eine 5-Minuten-Message machen, die das erste Mal predigen, die sagen immer zu mir, Jason, ich will eine 5-Minuten-Message machen, aber ich weiß nicht, welches Thema. Und das ist der erste Schritt. Man muss natürlich ein Thema finden, weil wenn du nicht weißt, was du sprichst, wie willst du was sprechen? Das macht keinen Sinn. Aber ich sag dir, ein Thema zu finden ist oft gar nicht so leicht. Aber ich habe mal ein paar Tipps dabei. Mein erster Tipp ist für dich, ist bete, lies die Bibel, okay? Der zweite Tipp ist, denk an irgendwelche Geschichten aus deinem Leben, die dich geprägt haben, wo irgendwie Gott vielleicht mitgewirkt hat. Und lass dich inspirieren einfach. Also du kannst über jedes Thema sprechen, das es gibt auf diesem Planeten. Ich habe oft schon über einen Kinofilm gepredigt, ja, der dann irgendwie den Glauben weitergeleitet hat. Okay. Ich habe über Freundschaften gepredigt, wo ich mal was erlebt habe. Ich habe in der Bibel eine Geschichte gelesen, habe darüber gesprochen. Also man kann ein Thema easy finden, okay. Also finde erstmal ein Thema. Der zweite Punkt ist, was willst du vermitteln, okay? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss immer wissen, was will ich den Leuten sagen, okay? Was will ich erreichen mit dem, was ich sage? Ein kleines Beispiel, okay? Ich habe eine richtig gute Note geschrieben, ich habe eine 1 geschrieben und ich gehe zu meinen Eltern und ich sage ihnen, ey Mama, ich habe eine 1 geschrieben. Was willst du damit erreichen? Also was ist dein Ziel da? Das heißt, du willst Lob, du willst, dass deine Mutter sagt, oh, geil gemacht, hier 5 Euro als Belohnung, okay? Man will das erreichen, okay? Und immer wenn man irgendwas vermittelt, du willst was vermitteln in dem, was du sagst. Und so musst du auch bei der Predigt sein, du musst wissen, hey, was will ich predigen? Wenn ich jetzt über Liebe predige, dann muss ich auch Liebe vermitteln. Dann muss ich auch sagen, hey, man soll einander lieben, okay? Wenn ich über Liebe predige und ich fange an, über Gerechtigkeit zu sprechen, das macht keinen Sinn, okay? Wenn du über Liebe sprechen willst, dann vermittel dieses Thema auch. Ganz easy, dritter Punkt, okay? Dritter Punkt, mach dir eine Struktur, okay? So wie ich jetzt gerade eben gemacht habe, ich habe vier Punkte mitgebracht, um euch zu erklären, how to preach, ganz kurz zusammengefasst natürlich. Vier Punkte mitgebracht, hey, strukturier dich, okay? Strukturier dich. Mach dir eine Struktur. Jeder hat seine eigene Struktur. Aber ich sag, eine generelle Struktur ist immer, eine Einleitung zu haben, einen Hauptteil zu haben und einen Schluss zu haben. Okay, das ist auch im Deutschaufsatz immer so. Man muss immer eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss haben. Und ich strukturiere es mir immer so, ich mache immer eine Einleitung. In dieser Einleitung kann man zum Beispiel irgendwie cool ins Thema reinkommen. Man kann eine Geschichte erzählen, okay? Man kann vielleicht einen Witz erzählen. Man kann irgendwas aus dem persönlichen Leben erzählen. Du kannst irgendwie cool in diese Story einleiten. Du kannst cool in diese Message einleiten und einfach die Leute dafür öffnen, okay? Du wirst niemals ein Buch lesen, wo direkt irgendeine Handlung erzählt wird, okay? Es gibt immer erstmal eine Erklärung, hey, wo sind wir, wie sind wir oder was passiert in dieser Geschichte? Und zum Beispiel bei einem Superheldenfilm wird es niemals direkt mit einem Plot-Twist starten und mitten im Film starten, sondern es wird immer damit starten, dass erstmal der Superheld die Geschichte von dem erzählt wird, was für ein trauriges Leben er hatte und auf einmal wird er ein krasser Superheld, okay? So ungefähr ist es auch bei der Predige. Bei der Predigt such dir eine coole Einleitung, um in das Thema einzusteigen. Der zweite Punkt, also der zweite Teil ist Hauptteil. Im Hauptteil kann man viele coole Beispiele erklären, okay? Man kann Stories erzählen, man kann Bibelstellen rausholen, da ist dein Inhalt, okay? Da solltest du deine Punkte nehmen, was du mitteilen willst, was du sagen willst. Hier wird etwas vermittelt, okay? Im Hauptteil. Was mir wichtig ist, mit Beispielen kann man so gut arbeiten mit Geschichten, weil stell dich mal vor, ihr seid im Matheunterricht. Bei mir war das immer so, man hat ja dieses Buch, dieses Mathebuch und da steht immer der rote Kasten, okay? Stell dich mal vor, ihr habt nur den roten Kasten und müsst auf einmal die Aufgabe 1 direkt danach rechnen. Ich sag ehrlich, keiner von euch wird die Aufgabe 1 packen. Weil jeder guckt sich, das erste, was ich mir angeguckt habe, wenn ich die Aufgabe verstehen wollte, war ein Beispiel. Weil dann genau gleich rechne ich es auch nach, wie es im Beispiel gerechnet wurde, okay? Und genauso ist auch im Hauptteil. Man muss Beispiele benutzen, dass die Leute es blicken, okay? Wenn du einfach nur den roten Kasten gibst, die Leute checken es nicht, okay? Der Schluss ist auch ganz wichtig, okay? Und im Schluss, der dient einfach dazu, um alles nochmal abzurunden, um alles nochmal zusammenzufassen, zu packen und zu sagen, hey, das will ich euch vermitteln. Also zum Schluss musst du wirklich das, was du sagen wolltest, nochmal sagen und es den Leuten nahebringen. Ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich predige über Liebe, dann werde ich
ich auch zum Schluss sagen, hey, lieb deinen Nächsten, ich will euch ermutigen, deinen Nächsten zu lieben, ich will dich ermutigen, ja, dich selber zu lieben, Gott zu lieben, und da fasst man einfach nochmal zusammen und man ermutigt, man spornt an, man motiviert die Leute und man gibt seinen Input weiter, okay, da ist wirklich nochmal dieses Abschlussding, wo man die Leute motivieren tut. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist der vierte Punkt und das ist mein letzter Punkt auch. Also ich habe ja gesagt, ich habe vier Schritte für euch. Der erste Schritt ist, finde ein Thema. Der zweite Schritt ist, was willst du vermitteln? Der dritte Schritt ist, mach dir eine Struktur, also Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und der letzte und vierte Punkt ist, sei einfach du selbst, okay? Sei du selbst und vor allem, mach es für Gott. Das ist das Allerwichtigste, ich sag euch ehrlich, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Wenn du predigst und du hast die perfekte Struktur, du hast die perfekte Einleitung, den perfekten Schluss, aber du predigst nicht für Gott, sondern du predigst, dass Leute sagen, oh, du hast voll die gute Message gemacht, dann bringt es gar nichts, okay? Dann kannst du es direkt sein lassen, das hat da nichts bewirkt, das wird nichts bewirken bei den Menschen, sondern mach es für Gott, okay? Das ist das Allerwichtigste, wenn du predigst, mach es dafür, dass die Menschen Gott näher kommen, dass die Menschen Gott erleben, dass die Menschen tiefer in Gott einsteigen und dadurch wirst du dann einen Impact machen, wirst du einen Einfluss haben auf die Leute und dadurch wird es auch stark sein. Und vor allem sei du selber, okay, verstell dich nicht. Das muss ich auch lernen, mich nicht zu verstellen, sondern einfach ich selber zu sein, weil wer kann dich besser nutzen als Gott, wirklich. Und Gott nutzt dich und egal wer du bist, egal wie du bist, Gott wird dich perfekt nutzen in deiner Art und Weise, in seiner Art und Weise und das wird einfach mega werden. Deswegen, hier waren die vier Steps, okay, how to preach. Das ist natürlich ganz, ganz grob zusammengefasst, aber ich denke, ich konnte euch damit helfen. Und, kleine Ermutigung, ich will, dass ihr mit diesen vier Steps jetzt eure erste 5-Minuten-Message oder auch die zweite oder dritte, bereite sie vor mit dieser Struktur und dann, sobald die Angst wieder anfängt, let's go rein da und mach eine 5-Minuten-Message, okay? Kleine Ermutigung an euch. Oder vielleicht mach eine 5-Minuten-Message, schick sie uns zu, vielleicht in über Youngsters Instagram oder auch mir persönlich, schick mir gerne eine Message zu und da können wir das gemeinsam durchziehen, okay? Seid gesegnet. Und ich freue mich, euch wieder zu sehen und hab euch lieb und wir sehen uns. Aha, let's go. Sagt auch noch kurz Hallo.